Er ist eine lebende KSC-Legende. 183 Spiele stand er im Kasten beim KSC. Heute wollen wir auch über sein Engagement sprechen in der Robert-Enke-Stiftung. Freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Spitzname Killer, Markus Miller. Jetzt. Martin-Wecker-Show am Sonntag auf der Neuen Welle. Freue mich, dass heute Markus Miller bei mir zu Gast ist. KSC-Torwarttrainer und KSC-Legende. Hallo. Martin, ich grüße dich. Grüße dich. Ja, du hast einen Spitznamen. Den will ich in der Sendung nicht so oft sagen. Es hört sich sonntags am ersten Advent mit Killer komisch an. Wo kommt der eigentlich her? Wer hat den erfunden? Ja, mehr oder weniger haben mich die Fans so getauft. Es war ein ganz tolles Erlebnis für mich als junger Torhüter. Damals die Spielpokal, zweite Runde gegen Jürgen Klopp noch mit Mainz. Elfmeterschießen, die ersten 12 Meter gehalten, der dritte ging drüber und wir waren ja, so weit wie schon lange nicht mehr im Pokal. Mhm. Und dann kam eben aus dem Fanblock der Spitzname und ich freue mich heute noch, den immer wieder zu hören. Der ist nicht nur für mich besonders, sondern der verbindet auch ja, die ganze Familie auch mit der Region, weil in meiner nördlichen Zeit in Hannover, da konnte ja eigentlich keiner was mit dem Namen anfangen. Da hieß du nicht Killer, also es ist wirklich, nee, also nur im Badischen heißt du genau, Killer. Genau, der Lars, mit dem ich ja ein paar Jahre noch da zusammengekickt habe, es war einer von wenigen, der den Namen noch kannte, aber wenn einer Killer gesagt hat, wusste ich genau, woher kam. Also ich sage es jetzt einmal, zu Gast bei mir ist der Killer, Markus Miller in der Martin-Wecker-Show. Gleich die 10 Fragen in 60 Sekunden. 10 Fragen in 60 Sekunden auf der Neuen Welle, die gibt es nur in der Martin-Wecker-Show, auch mit Markus Miller. Wir legen los, bitte kurze Antworten auf meine kurzen Fragen. Dein Sternzeichen? Widder. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verheiratet. Deine Lieblingsfarbe? Blau. Habt ihr ein Haustier? Ja, seit 4 Wochen einen Hund. Seit 4 Wochen? Ganz ja, junger? Genau. Ja, er hat schon 3 Monate auf dem Buckel, aber okay. Tolles Tier. Welches Poster hing bei einem Torhüter im Jugendzimmer? Gab es da einen Fußballer oder war es eher aus der Musik? Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, da war es schon eher ein Torhüter. Schon damals schon sehr präsent. War das auch das erste Vorbild? Wie hieß das erste Vorbild? Bodo Ilgner. Bodo Ilgner. Ja, die Älteren unter uns kennen ihn noch. Deine erste selbst gekaufte Schallplatte, Markus? Oh, Schallplatte. Ich war schon langsam im CD-Alter und es war damals. wobei, ich habe damals auch noch Schallplatten von den Eltern ab und zu angehört. Da waren auch ein paar gute Sachen dabei, die heute noch aktuell sind. Aber es war tatsächlich von U96. Ich weiß nicht, ob das noch jemand bekannt ist. Ja, U96, das liegt auch in den Diskos. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Tatsächlich habe ich öfter mal Bücher angefangen, aber die nie wirklich zu Ende geschafft. Und ich glaube, das letzte Buch, wo ich tatsächlich zu Ende gelesen habe, war der Michel aus Löhneberg. Ach, sehr schön. Dein Lieblingsurlaubsziel, wo geht's am liebsten hin? Gerne aufgrund der Distanz, der Nähe, des Wetters, Transfer zum Hotel nach Kos. Mhm. Und Hausmannskost in der Gourmet-Tempel, wie bist du unterwegs? Breit gefächert. Also wir kochen auch gerne zu Hause, auch meine Söhne sind ganz gut dabei, ab und zu mal selber was zu kochen, probieren da was aus. Meine Frau kocht hervorragend, aber genauso geht man auch gerne mal wohin und wird bekocht. Also Killer Miller Hausmannskost gibt es bei Millers zu Hause. Gleich mehr mit Markus Miller. Wir wollen uns auch heute über ein sehr ernstes Thema unterhalten, das aber wichtig ist heutzutage, und zwar über die Robert-Enke-Stiftung. Gleich mehr dazu. Die Martin-Wecker-Show am Sonntag. Gestern haben wir uns im Wildparkstadion auch ein Stück weit drum gekümmert, auf ein Thema hinzuweisen, das ja, spätestens seit dem 10. November 2009 wichtig ist. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern eben dann auch im Fußball, wo eigentlich immer nur die Erfolgsmeldungen im Vordergrund stehen. 10. November 2009, der Tag, an dem Robert Enke beschlossen hat, aus dem Leben zu scheiden. Wie hast du damals vom Tod von Robert Enke erfahren? Ja, es ist eines der Ereignisse, wo man, glaube ich, immer noch weiß, ob es jetzt 10, 20, 30 Jahre ist, was man gemacht hat. Ich war zu dem Zeitpunkt alleine zu Hause, beziehungsweise habe auf meine Kinder aufgepasst. Meine Frau war mit der Freundin unterwegs und hat mich dann völlig entsetzt angerufen und mir davon berichtet. Und habe dann erstmal Videotext geguckt, konnte es erst gar nicht glauben und dachte, die muss ich verhört haben. Das kann nicht sein. Mhm. Und ja, leider war es dann doch die traurige Realität. Aber
erste Reaktion auch, das kann nicht wahr sein, weil er war ja öfter auch mal dein Gegenspieler und man tauscht dann eventuell auch das Trikot. Die beiden Torhüter haben ja, Torhüter sind ja besondere Menschen und auch auf dem Platz dann oft beieinander. Wie hast du ihn dann eben auf dem Platz erlebt? Es war für dich nicht zu glauben. Wir haben, glaube ich, sogar 4-5 Wochen davor erst noch gegeneinander gespielt. Habe das Trikot noch getauscht, das habe ich auch noch zu Hause. Hatten auch den gleichen Handschuhausrüster, habe dann mit ihm so ein bisschen gefachsimpelt nach dem Spiel und bei so einem Ereignis hinterfragt man sich dann doch auch, war da schon irgendwas zu erkennen, hat man irgendwas wahrgenommen und ja, im Nachgang kann man alles was reininterpretieren, aber im Großen und Ganzen war jetzt nichts besonders auffällig. Also ein Tag, den keiner, nicht nur die Fußballfans, bis heute vergessen hat. Und Markus Miller engagiert sich auch in der Robert-Enke-Stiftung. Warum das so ist, sprechen wir gleich drüber hier am Sonntagmorgen. Es ist Sonntag, prominente Gäste in der Martin-Wacker-Show. Heute ist es Markus Miller. Wir haben gestern auch im BB-Bank-Wildpark rund ums Spiel über die Robert-Enke-Stiftung gesprochen. Und dir ist es wichtig, auch dort aktiv zu sein, den Menschen etwas mitzugeben. Ausschlaggebend ist auch, dass du selbst in deiner Karriere mal in einer Situation warst, wo du gesagt hast, ich behalte diese Situation, in der ich bin, diesen Druck, diesen mentalen Druck, mit dem ich vielleicht nicht umgegangen bin, nicht für mich. Du gehst damit nach außen. Hat dich eventuell auch diese Phase nach Robert Enkes Tod auch gestärkt zu sagen, nein, sowas muss öffentlich werden. Wir dürfen als Profifußballer nicht mit unseren Gefühlen und unserer Gefühlswelt so hinterm Berg halten? Es ist nach wie vor ein sehr, sehr schwieriges Thema. Derzeit damals hat es mich und meine Familie schon sehr beschäftigt, wie man nach außen damit umgeht. So traurig das Ereignis mit Robert eben auch war, hat es mir auch geholfen, einen richtigen Weg zu finden. Letztendlich hat dann auch die Robert-Enke-Stiftung da einen ganz, ganz großen Anteil daran, dass es auch alles ein bisschen salonfähiger wird. Es ist aber nach wie vor noch viel Arbeit zu tun. Wie bist du damals mit der Situation offen umgegangen und welche Reaktion hast du damals bekommen auf dein öffentliches Bekenntnis, dir geht es mental gerade nicht so gut? Im Prinzip war ich ja, glaube ich, beim bestmöglichen Verein, der eben eine traurige Vorgeschichte hatte. Damals Hannover 96. Genau, und wir haben wochenlang überlegt, wie wir das Thema angehen. Ob man einfach sagt, wirklich, jetzt das hört sich lustig an, aber vielleicht dicht man ihm irgendwie eine Knieverletzung an oder hat irgendwas im Rücken oder geht mal 3 Wochen irgendwo in eine Kur. Wie kann man es verpacken? Und dann war aber die große Variable, man konnte nicht sagen, wie lange meine Auszeit denn gehen würde, weil es gibt ja jetzt für Kreuzbänder so grobe Richtlinien, für Knochenbrüche kann man sagen, in 6 Wochen ist das Ding wieder durch, beziehungsweise wieder high. Da gab es eben auch wenig Erfahrungswerte und letztendlich habe ich mich dann auch, oder haben wir als Familien dazu entschlossen, das offen anzugehen, sind dann auch relativ oder sehr, sehr gut vorbereitet worden vom damaligen Pressesprecher in Hannover. Es war dann auch nur ein kleiner erlesener Kreis, der davon Bescheid wusste. Und dann haben wir es gut vorbereitet, haben gesagt, jetzt nichts mehr mit irgendwas vorlügen, sondern Karten auf den Tisch. Und im Nachgang muss man sagen, dass sowohl die Medienwelt als auch die Fans das top aufgenommen haben. Also besser wäre es gar nicht möglich gewesen. Und letztendlich nach 11 Wochen zurückgekommen und es war, wie wenn ich am Wochenende einfach nur einen Schnupfen hatte. Und nicht nur top aufgenommen, sondern auch anderen Menschen geholfen. Das ist entscheidend und deswegen bist du bis heute aktiv. Nächste Stunde mehr über die Robert-Enke-Stiftung und über das, was man anderen mitgeben kann. Es ist Sonntag, Markus Miller ist bei mir zu Gast. Und wir haben gesprochen schon über deine eigene Situation und was ich völlig faszinierend und wichtig finde, dass viele Menschen auf dich zugekommen sind und gesagt haben, ich zitiere, dein Bekenntnis hat vor allem mir auch geholfen. Wie oft hast du das gehört und ist das im Nachhinein nochmal die volle Bestätigung, alles richtig gemacht zu haben? Es war ja am Anfang nicht meine Intention. Ich habe ja erstmal versucht, selbst aus einer misslichen Lage rauszukommen. Und muss sagen, im Nachgang ist es für mich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist natürlich genial, dass durch so einen Schritt, den ich dann gemacht habe, ich vielen Leuten weiterhelfen konnte. Und hoffe natürlich, dass ich auch mit der Arbeit der Stiftung da immer noch mehr oder noch mehr Leute helfen kann, da
die eventuell in der gleichen Lage sind, zu helfen. Es gibt ein konkretes Projekt, sprechen wir gleich drüber, aber mal Hand aufs Herz, man hat damals gesagt, nach 2009, es muss sich viel ändern im Profifußball. Man muss auch mit Rücksicht auf den Menschen nehmen, man muss auch den Menschen sehen und nicht nur den Fußballprofi, der viel Geld verdient, indem man alles an den Kopf werfen kann, was man möchte, mal da viel Eintritt bezahlen. Hat sich wirklich was verändert? Was hast du für ein Gefühl? Also zum einen, glaube ich, hat sich schon einiges verändert. Wenn wir jetzt in der Jugendarbeit mal einsteigen, es ist ja verpflichtet für jedes NLZ schon mal einen Sportpsychologen zu haben. Es gibt viele Bundesliga-Vereine, die im Hintergrund ja auch Mentaltrainer, Psychologen haben. Das Flaggschiff, nenne ich jetzt mal Hans-Dieter Hermann bei der Nationalmannschaft, der immer da ist, aber eigentlich nie zu sehen. Dessen Arbeit ich auch sehr, sehr schätze und ich ihn persönlich auch sehr schätze. Aber andersrum muss man auch sagen, es ist schwierig im Fußball, weil man ist gut bezahlt, es ist auch so ein bisschen, jetzt nicht falsch verstehen, aber es ist auch Schmerzensgeld, weil man auch manches dann eben auch ertragen muss. Deswegen ist es auch schwierig, da die Mischung zu finden. Was ist akzeptabel, was ist nicht akzeptabel, wann geht es unter die Gürtellinie, was muss sein, was gehört dazu. Von daher ist es eigentlich schon ein Gesellschaftsthema und nicht allein ein Sportthema. Wir sprechen gleich weiter über dieses Thema, das ewig aktuell ist, aber wir wollen zwischendrin mal ein bisschen auflockern mit entweder oder, mit einer kleinen Weihnachtsspezialausgabe. Gleich. Markus Miller liebt Herausforderungen. Er ist heute mein Gast in der Martin-Wacker-Show. Er hat große Torwarthände und darf mit diesen Torwarthänden jetzt ins Entweder-Oder-Glas greifen. Du musst dich dann für eine Antwort entscheiden. Okay. Es dreht sich um Weihnachten. Bitte, Markus, greif zu. So, die zweite hängt schon große dran. Hand. Okay, deine Entscheidung. Lieber im Team Lebkuchen oder im Team Spekulatius? Also Essen Spekulatius, fußballtechnisch eher lieber Lebkuchen. Okay, aber Spekulatius ist schon die Süßigkeit, das, was jetzt in den Tagen auch mal genascht wird im Hause Miller. Definitiv. Okay, deine zweite Frage. So, jeden Tag Schnee haben oder jeden Tag Regen? Wie ist es dir lieber? Definitiv Schnee. Schnee. Bist du ein bisschen Wintersportler auch so heimlich? Oder? Als Kind bin ich ab und zu mal Ski gefahren. Bin ja früh dann auch von zu Hause ausgezogen wegen dem Fußball. Dann war da auch nicht mehr viel Zeit dafür da. Von der Heimat her, Allgäu, da wird ja passen mit dem Schnee, gell? Genau, da ist mir in der Schule auch mal langlaufen gewesen im Sportunterricht, weil die Loipe direkt an der Schule vorbeifuhr. Oder es gab auch so Skiwandertage, also da hat man schon einiges mitbekommen. Heutzutage würde ich jetzt nicht mehr auf die Skier gehen. Ich glaube, meine Knie sind durchgenudelt genug. und dann baue ich lieber Schneemänner oder mache eine Schneeballschlacht oder setze mich auf irgendeinen Autoreifen oder sowas. Und der Profifußballer und der Skifahrer, die passen auch wahrscheinlich nicht so ganz zusammen, ne? Nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Okay, Markus Miller bei Entweder oder gleich mehr. Markus Miller ist mein Gast. Gestern im BB Bank Wildpark, auch im Gespräch zur Robert Enke Stiftung, bei der du aktiv bist. Gab es damals dann einen schnellen, direkten Kontakt auch zur bewundernswerten Theresa Enke, die ja sich unglaublich auch engagiert und nicht abgetaucht ist, ganz im Gegenteil, auch das angenommen hat, anderen Menschen zu helfen? Ja, die Theresa ist beeindruckend, welche Energie die da auch reinsteckt und wie die das alles handhabt. Es war tatsächlich damals so, als ich schon eigentlich abgetaucht bin, dass von der Stiftung, speziell von Theresa, die Unterstützung angeboten wurde. Damals war die Stiftung ja sehr jung und wir hatten auch schon unseren Weg gebahnt, sodass wir den nicht direkt in Anspruch genommen haben, aber relativ zeitnah eine enge Zusammenarbeit entstanden ist und ich nach wie vor gerne da auch in der Stiftung mithelfe oder mache, was ich kann, um das zu unterstützen. Bis heute ist sie tatsächlich aktiv und hält das Andenken hoch, möchte anderen Menschen helfen. Was treibt sie da, wenn du mit ihr persönlich sprichst, dass sie eben nicht abgetaucht ist? Sie könnte ja auch nach 10, 11 Jahren, 12 Jahren sagen, das gehört zu meinem Leben, aber ich möchte es nicht mehr in der Öffentlichkeit haben. Was bewegt sie da bis heute? Ich glaube einfach, sie hat ja wie kein anderer das Krankheitsbild live miterlebt, mit dem denkbar schlimmsten Ende. Und ihr Antreiben ist einfach,
dass es anderen Leuten nicht so geht, dass sie das hilft bei der Aufklärung, ich sage so schön immer, Destigmatisierung des Ganzen. Und das ist im Prinzip so ihre Aufgabe, die sie aus dem Ganzen dann mitgenommen hat. Also ganz bewundernswertes Engagement. Wir sprechen gleich noch weiter drüber und dann natürlich auch über deine aktiven Zeiten beim KSC. Das darf heute auch nicht fehlen. Die Martin Wacker Show am Sonntag. Markus Miller, aktiv für die Robert-Enke-Stiftung. Lass uns ein bisschen eingehen auf Profifußball und auf Mechanismen, die man als Profifußballer bei Leistungsdruck hat. Haben dir so ein paar Mechanismen da auch in deiner Situation geholfen? Ihr geht ja mit Druck um, gerade die Torhüter. Wenn ich mir vorstelle, du stehst vor einer, nehm mal Dortmund, blau-gelben Wand hinter dir. Wie viel stehen da? 14.000, 18.000. Es kommt dann zu Äußerungen, es kommt zu Rufen. Das musst du ja auch aushalten. Da brauchst du ja auch deine mentale Stärke. Definitiv. Also es ist auch sowas, wo man so ein bisschen reinwächst. Meine ersten Spiele im Heimbereich waren damals in der Regionalliga, sprich der heutigen dritte Liga. Da waren die Stadien ein bisschen enger und kleiner, speziell. Mich jetzt damals so beeindruckt der Biberer Berg in Offenbach, wo dann eben auch die Fans direkt hinterm Tor stehen und du eben vieles auch mitbekommst. Und wie gesagt, man versucht und man wächst da eben ein bisschen rein. Das ist dann auch etwas Normalität auch, weil man kennt es ja nicht anders. Und umso größer die Stadien werden, umso toller ist dann auch die Motivation. Nur ist es dann eben auch irgendwann, ist ja nicht alles nur toll, man hat ja dann auch Negativerlebnisse. Und solange man jetzt nicht was anderes kennengelernt hat, versucht man einfach so gut es geht damit umzugehen. Manchmal besser, manchmal weniger gut. Welche Rolle spielt dieses Thema jetzt in deiner Zeit als Torwarttrainer auch beispielsweise gegenüber Marius Gersbeck? Bereitest du ihn auch mental auf solche Situationen vor? Also wenn ich was gelernt habe aus dieser Zeit damals, war es, dass jeder Mensch einzigartig ist. Und so versuche ich eben auch all meine Torhüter individuell zu sehen, sie auch mit meiner Lebenserfahrung auch so ein bisschen einzuschätzen. Und ich glaube, da fahre ich ganz gut. Wir haben ein sehr, sehr gutes Klima in unserer Torhütergruppe. Wir kommen untereinander sehr gut aus. Wir arbeiten auf Augenhöhe, was mir persönlich auch sehr wichtig ist, und lernen auch gegenseitig voneinander. Und da gehört sowohl einfach das Physische als auch das Psychische dazu. Und das Schöne ist einfach, dass ich auch als Torhüter viel Erfahrung mit einbringen kann, aber auch neben dem Platz schon einiges erlebt habe. Und da ist es immer ein sehr, sehr reger und auch unterhaltsamer Austausch. Markus Miller ist mein Gast. Nächste Stunde sprechen wir noch ein bisschen über sein Engagement, über ein Programm Mental gestärkt, das ich ganz spannend finde, und natürlich über seine Zeit auch beim KSC in über 183 Spielen. Dranbleiben. In der Martin Wacker Show jetzt die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Tja, Markus, du liebst Herausforderungen. Jetzt ist es soweit. Gerne, ja. Es ist eine kleine Weihnachtsspezialausgabe. Du kennst die Regeln. Ein Buchstabe. Wir haben verschiedene Begriffe heute, die um Weihnachten sich drehen, die du rausfinden musst. Und wir haben einen schönen Buchstaben für dich. Das schöne H. Oh, okay. Und wir starten mit der Stadt. Hannover. Ein Land. Honduras. Auf dem Weihnachtsmarkt. Heiße Lebkuchen. Ein weihnachtliches Gebäck. Okay, machen wir mal weiter. Ein Weihnachtslied. Heilige Nacht. Unter dem Christbaum. Hemden. In der Krippe. Heu. Kann man auspacken. Hemden. Hemden, also Hemden zweimal. Aber das war schon sehr gut, Markus. Das hat mir sehr gut gefallen. Du hast 6 richtige Antworten gegeben. Die Tasse gehört schon dir. Oh, sehr gut. Und bei ein weihnachtliches Gebäck, da kann ich jetzt mal mein absolutes liebstes Weihnachtsgebäck im Badischen erzählen. Silderbrätle. Oh mein Gott. Kennst du Silderbrätle? Ich glaube, da habe ich noch Aufholbedarf. Ah, das ist so ein kleines, rundes Doppeldeckerbrätle und in der Mitte ist Marmelade drin. Ach Gott, okay. Mit Zuckerguss oder mit Puderzucker. Ja. Ich kriege richtig Lust auf Hilderbrätle, gleich mehr in der Martin-Wacker-Show.
So, wir haben uns beruhigt. Die Hilda Bredle sind gegessen. Markus Miller zu Gast auf der Neuen Welle. Gestern im Stadion hast du auch nochmal für die Robert-Enke-Stiftung geworben. Du bist dort aktiv. Ein Programm gefällt mir besonders gut, mental gestärkt. Unter anderem ist da auch Fabian Hambüchen mit an Bord. Worum geht es da ganz konkret bei dieser Initiative mental gestärkt? Im Großen und Ganzen, dass man Aufklärungsarbeit betreibt, dass man die Berührungspunkte gegenüber mentalen Erkrankungen ein bisschen reduziert und im Prinzip es gesellschaftsfähig macht. Also du hast es vorhin so schön gesagt, aus dem Fußballervergleich, am liebsten hättest du gesagt, du hast es am Knie oder du hast es am Rücken, genau. Weil man nicht sagt, mir geht es mental nicht gut. Und das kann man eigentlich auf die ganze Gesellschaft übertragen. Definitiv. Sagt doch einfach, wenn es euch nicht gut geht, auch mental. Ja, und ich glaube, es ist in der jetzigen Zeit aktueller denn je. Mhm. Ich glaube, dass das Corona uns alle betrifft. Mhm. Es gibt überall Einschränkungen, Auflagen und wenn es Kleinigkeiten sind, steckt es jeder weg, aber inzwischen hat ja jeder von uns einen richtigen Rucksack zu tragen und da darf man sicherlich auch mal zugestehen, wenn es einem nicht gut geht. Aktiv für die Robert-Enke-Stiftung. In der letzten halben Stunde schauen wir ein bisschen in die Vergangenheit, in die aktive Zeit von Markus Miller beim KSC. Spitzname Killer, jetzt habe ich es nochmal gesagt. Also Sonntag, hier ist die Martin Wacker schon mit Markus Miller. Wir wollen noch ein bisschen über die Zeit sprechen, in der ich auch dich als Torhüter immer ansagen durfte. Deine 183 Spiele der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga für den KSC, 7 Jahre und damit auch eine lebende KSC-Legende. Lass uns ein bisschen in diese Zeit zurückgehen. Erinnerst du dich noch so an den allerersten Auftritt vor den KSC-Fans? Bleibt sowas hängen? Definitiv. Also ich müsste mich jetzt arg täuschen, aber es war, glaube ich, damals gegen Wacker Burghausen. Und ich erinnere mich noch an eine Szene, wo eine Flanke aus dem Halbfeld, die wäre, glaube ich, irgendwann am 16er Runde gekommen, die hätte ich locker aufnehmen können, habe sie mit dem Fuß geklärt. Also so Dinge, die dann so ein bisschen untypisch sind, wenn man doch ein bisschen nervös ist. Aber es war so die erste Zeit, die Anfangsphase, wo ich wirklich wie ein kleines Kind voller Vorfreude in jedes Spiel gegangen bin. Mhm. Man hatte nichts zu verlieren. Man war stolz wie Oscar und mein Ziel war es, irgendwann mal nur ein Zweitligaspiel zu machen. Und dass da ein paar mehr draus geworden sind, ist dann schon ein Traum. Sind deutlich mehr draußen geworden. Wann hast du gemerkt, KSC und Markus Miller, das wird eine große Liebe? Gab es so eine Initialzündung zu Beginn deiner KSC-Karriere? Der KSC war schon immer ein Verein aus dem Süden. Bin ja noch ein bisschen südlicher geboren, aus dem Allgäu. Aber es ist halt so, aus der Region gibt es jetzt im Süddeutschland nicht so viele große Vereine. Und der KSC hat ja schon immer Tradition gehabt. Den habe ich immer schon mit einem Auge mitverfolgt. Und dann bestand eben mal die Möglichkeit, hierher zu wechseln, von der eher unglücklichen Zeit damals in Augsburg. Mhm. Und ich wurde hier super aufgenommen, hatte mit Peter Gardinger damals einen Torwarttrainer, der mir auf und neben dem Platz sehr gut tat. Und ich konnte mich da wirklich frei entfalten. Habe in der zweiten Mannschaft, die es ja leider aktuell nicht mehr gibt, wobei sie gibt es ja wieder, aber die spielen ein paar Klassen tiefer. Mhm. Regelmäßig spielen dürfen, war im Profikader immer dabei. Und es ist wirklich was herangewachsen, was mich bis heute eigentlich immer mit dem Verein und der Stadt verbindet. Also Liebe auf den ersten Blick, so kann man es schon bezeichnen. Genau. Gleich reden wir über deinen absoluten Höhepunkt im KSC-Trikot. Dranbleiben. Markus Miller war mein Gast heute am Sonntag hier auf der Neuen Welle. Wir könnten noch ewig plaudern, aber wir wollen noch ein bisschen über so den definitiven Höhepunkt reden im KSC-Trikot. Gibt es so eine Situation, die für dich bis heute unvergesslich ist? Ja, es gibt schon ein paar tolle Momente. Ich glaube, hervorheben kann man eigentlich nur den Aufstieg in die erste Liga. Also es ist dann schon ein Ereignis. Würde ich mir auch in meiner Zeit als Trainer hier jetzt auch nochmal irgendwann gern wieder wünschen.
Und dann noch so ein paar Highlights, wie zum Beispiel der Sieg gegen den VfB in der ersten Erstligasaison nach dem Aufstieg. Tamás Scheiner mit dem entscheidenden Tor. Ne? Genau, genau. Oder auch wenn es jetzt vom Ergebnis her nicht so toll war, in Leverkusen ein Spiel, wo, glaube ich, 24-3 Torschüsse gegen uns war und es einfach gut lief. Dann gab es sicherlich auch die ein oder anderen Highlights in der zweiten Liga, in der Aufstiegssaison. In Rostock zum Beispiel, 4 Spieltage vor Schluss, eigentlich seinen Aufstieg klar gemacht. Ein Jahr später in Rostocks Kreuzband gerissen. Das war dann im Prinzip so das negative Ereignis. Also man verknüpft schon viele Dinge noch mit dem Ganzen. Und jetzt, wenn man wieder in die Stadien kommt, überlegt man, ja, was war hier nochmal, was ist hier passiert, wie haben wir damals da gespielt. Und es ist einfach schön, im KSC die Reise weiterzugehen. Also es ist eine tolle Reise, auch mit dir gemeinsam, mit Marius Gersbeck. Eine Frage, eine allerletzte Frage. Erkennst du bei Gersi was du auch hattest? Du hast vorhin hast du von so einer Fußabwehr berichtet, die so ein bisschen untypisch für dich war. Gibt es was bei Gersi, was dich an dich erinnert, oder ist er ein ganz anderer Torwarttyp? Ich würde schon sagen, dass wir vom Stil her ein bisschen unterschiedlich sind, aber vom Kopf her haben wir doch so auch die eine oder andere Schraube im Kopf, die man eben als Torhüter braucht. Ja, so sind sie halt, die Torleute, hat mein Vater früher gesagt. Markus, hat mir viel Spaß gemacht. Alles Gute auch für die weitere Saison, aktiv für den KSC, aber vielen Dank auch für dein Engagement in der Robert-Enke-Stiftung. Danke. Das war's für heute hier in der Martin-Wacker-Show, auch nächste Woche wieder spannende Gäste. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind, und noch einen schönen ersten Advent.